Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch ja versprochen, mal ein Video mit Rivale Loop Produkten zu machen. Und ich hatte ja letztens dieses Make-up gekauft, dieses hier. Und zwar ist das Liquid Make-up für ein frisches und strahlendes Aussehen. Alle Hauttypen in der Farbnummer 03 Kaschmir. Ja, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Und mir ist das Video einfach immer wieder misslungen. Ich war gar nicht begeistert davon und fange einfach heute nochmal an. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ja auch so einen dicken Pickel. Und der hat sich wirklich erst da gebildet, als ich hier dieses hier schon dreimal den Versuch gestartet habe. Ich werde es jetzt heute einfach mal machen und ich lasse das dann so, wie es ist. Problematisch war, sage ich kurz vorweg, dass ich einfach hinterher beim Auftragen im Gesicht kleine Röllchen gebildet haben, die ich so runterrollen konnte. Und dass das Make-up nicht ganz hundertprozentig in Verbindung mit der Haut eingegangen ist, sondern dass es fleckig wurde, dass es wie ein Streicheffekt war, dass man das also sehen konnte, wie es sich zog, dass es hier am Auge gar nicht angenommen wurde oder hier unten und es war total fleckig. Also wie gesagt, das wird nicht mein Favorit werden, das weiß ich jetzt schon. Gut, es ist natürlich ein Preis, ich habe jetzt 1,59 € bezahlt, da ging jetzt natürlich der Rabatt noch runter, da müsst ihr mal gucken, was es normal kostet, aber ich denke mal irgendwo um die 2 Euro. Das ist natürlich nicht viel, aber ich muss es zumindest sagen, was bei mir dabei rausgekommen ist, das kann natürlich bei jedem anderen etwas anders sein. Die Haut ist anders, die Tagespflege ist anders. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es heute einfach mal testen. Ich fange an und trage das mit den Fingern auf, weil ich habe es mit dem Pinsel auch probiert und mit dem Pinsel ging es überhaupt nicht gut. Ich drehe mich jetzt mal ein bisschen zur Seite, dass ich hier meinen Spiegel sehen kann und werde das mal hier ein bisschen einarbeiten. Ich nehme auch keinen Primer drunter, weil ich immer der Meinung bin, dass jede Foundation oder jedes Make-up einfach halten muss, auch ohne Primer. Und wenn man erst einen Primer braucht, dann, ja, finde ich, geht das gar nicht. Denn es verträgt nicht jeder einen Primer. Ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig und ich kriege da auch sehr leicht Pickel von, wenn Silikon enthalten ist. Und es könnte natürlich sein, dass das hier in diesem Fall auch silikonhaltig ist und nicht richtig eine Verbindung mit meiner Haut eingeht. Es ist absolut nicht deckend, also was heißt absolut, also es ist ganz, ganz wenig deckend. Was es auch macht, es legt sich in die Poren rein, also wer schon zu groben Poren neigt, wird feststellen, wenn er sich im Spiegel betrachtet, dass sich dieses Make-up in die Poren reinlegt. Das fand ich also auch schon mal nicht so toll. Ja. Ich muss mal gucken jetzt. Ich werde das hier einfach mal mit dem Finger auftragen. Es ist halt einfach, ja hier, das ist das Problem. Es rollen sich so kleine Knüdelchen darunter. Es ist jetzt hier am Auge wieder nicht so richtig in ja, Kontakt eingegangen. Gut, das könnte man sagen. Da gehört es ja auch nicht hin. Viele sagen ja, eine Foundation oder Make-up gehört einfach nicht auf die Augen mit drauf. Ich mache es aber eigentlich immer. Man kann dafür natürlich auch einen Eye Primer benutzen, eine Eye Base. Aber trotzdem, wie gesagt, es geht nicht so richtig die Verbindung ein. Ich weiß nicht, ob man das hinterher so gut sehen kann auf dem Video. Am besten ist es, ihr probiert es einfach dann mal selber aus. Es sei denn, jemand sagt jetzt schon, nö, das interessiert mich jetzt gar nicht. So, ich habe jetzt, wie gesagt, alles aufgetragen. Der Farbton wäre normalerweise genau richtig für mich. Dieses 03 Kaschmir ist ein sehr heller Farbton, also was für helle Häutchen. Und ja, wäre normalerweise super. Aber leider liegen hier überall, ja, ich weiß auch nicht, man hat auch Stellen auf einmal, da liegt die Foundation auf der Haut und dann kann man die auf einmal nochmal wieder verreiben und dann kommen kleine Knüttelchen. Hier oben hat es wieder gar nicht richtig angenommen, das habe ich letztens auch schon mal gehabt. Da mache ich nochmal ein bisschen was drauf.
Ja, wie gesagt, es ist nicht unbedingt die, die ich jetzt nachkaufen würde. Aber gut, dafür ist es da. Dafür habe ich es getestet. Ich hoffe, dass ich euch damit immer ein bisschen weiterhelfen kann. Ich finde es immer gut, wenn jemand mal sagt, wo habe ich jetzt den Deckel da? Wenn jemand mal sagt, ja, das und das kommt halt dabei raus oder das und das passiert halt, ne? Als zweites Produkt nehme ich von Rivalde Loop Fashion Look das fixinglose Puder. Das ist dieses hier. Das habe ich mal im Dezember gekauft. Das war schon in so einer Grabbelbox. Das war runtergesetzt. Aber ich habe mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Das wird hier also ein bisschen in den Deckel geklopft und dann dreht man um. Das ist so ähnlich wie bei Bare Minerals hier auch. Da macht man das auch so. Dann hat man halt das Produkt hier in der Dose liegen. Und dann nehme ich den Pinsel. Ich habe hier den von For Your Beauty. Der ist ja von Rossmann auch aus der Serie. Da habe ich ja mittlerweile schon einige von. Und mit dem nehme ich das halt auf. Dann klopfe ich das nochmal richtig in den Pinsel rein. Dann gehe ich nochmal wieder rein und hole den Rest hier raus, der hier drin ist, und klopfe das wieder direkt in den Pinsel ein, bis nichts mehr in der Dose enthalten ist. Okay. Ich fange mal an und trage das auf. Es ist wie gesagt genug im Pinsel jetzt drin. Das ist alles eingeklopft. Und ich finde das immer ganz gut bei dem losen Puder. Wenn man das dann so einklopft in den Pinsel, dann muss man nicht mehrfach wieder in diese Pinseldose gehen oder in dieses Pinselfach. Und ja, dieser Puder gibt natürlich nicht viel Farbe ab. Das ist also wirklich nur so ein Fixing-Powder, was man danach auftragen kann. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Farbnummer. Nö, steht hier zumindest nicht drauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie den noch haben, weil der ja, wie gesagt, so ein, das ist ja so ein Auslaufmodell, sage ich mal. Und da müsst ihr mal schauen. Ansonsten fand ich den eigentlich gar nicht schlecht. Also ich finde auch so zum Drübergehen ist der okay. Also ich mochte ihn. Ich habe ihn schon mal ausprobiert. Ich habe ja auch noch eine andere Foundation von Rivalde Loop. Die ist in so einem Glasflakon. Die ist ein Tucken besser. Die ist zwar auch nicht so hundertprozentig, wie ich sie gerne hätte, aber man kann sie gut verwenden, man kann sie aufbrauchen, also es ist jetzt nicht so schlimm. Sie rollt sich auch nicht und ja, es ist halt nur bei dieser hier jetzt in der Tube, wo das eben aufgetreten ist. Ich kenne das sonst auch gar nicht. Okay, so, Puder habe ich aufgetragen. Gut, jetzt hatte ich ja noch, nee, erstmal mache ich was ganz anderes. Ich habe hier noch von Manhattan und zwar ein 2-in-1 Concealer und Fixing Powder. Das ist in dieser kleinen Dose drin. Ich habe mir den mal im November, glaube ich, schon gekauft oder im September, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist dann noch so ein kleiner Spiegel mit dabei. Das sieht dann so aus und unten drin befindet sich nochmal, Moment, wo geht das auf? Das habe ich nämlich noch nie benutzt. Da befindet sich nochmal so eine kleine Puderquaste hier unten drin. Doch, ich habe es mal irgendwann benutzt, aber ich fand es dann nicht so toll. Und da kommt dieser kleine Schwammapplikator wieder oben drauf. Und dann kann man das zudrehen. Und hier oben drin befindet sich dann der Concealer. Den benutze ich eigentlich ausschließlich dafür, weil der hat eine ganz tolle Farbabgebung. Da gehe ich auch wirklich nur so rein und habe genug hier, um diese Stellen abzudecken. Ich tupfe das dann immer auf und gehe dann nochmal ganz großzügig in so einem Kreis hinterher. Und dann habe ich diesen dicken, fetten Pickel abgedeckt, der sich da gebildet hat. Ja, da war ich echt ein bisschen stinkig, muss ich sagen, weil so einen dicken Pickel, der tat auch richtig weh, wenn ich da nachts drauf gelegen habe und alles. Also, und wie gesagt, ich habe das mit der Foundation schon dreimal probiert und irgendwie an dem dritten Tag, dann hat meine Haut dann wohl gesagt, so jetzt reicht's. Und hat dann auch so einen dicken Pickel gebildet an der Stelle. Okay. Ich habe jetzt hier noch dieses Rivalde Loop Quattro Rouge Powder. Ich weiß nicht, es ist keine Farbnummer. Also ich kann keine Farbnummer erkennen. Ich denke mal, die hatten das auch nur in so zwei Farbtönen. Hier ist es ja mehr diese pinkige Variante oder rosa stichige Variante, wie ihr sehen könnt. Und die andere war einfach etwas dunkler. Ich nehme jetzt ganz wenig Puder davon ab. Es ist nämlich folgendes. Und zwar hat auch der Puder, wenn man also da reingeht mit dem Pinsel, fällt gleich ganz viel Produkt daneben. Also das ist gleich, der ganze Schreibtisch hier sieht aus wie Schwein. Und da muss man ganz vorsichtig mit dem Pinsel reingehen, nur ganz wenig aufnehmen. Dadurch ist es immer ein bisschen schwierig, alle Farbnuancen zu treffen, weil natürlich, ja, ich gehe jetzt auch mit dem Pinsel rein und schon wieder ist die ganze Dose voll mit dem Puder. Ich muss mal gucken, dass das jetzt nicht zu viel wird.
Nicht, dass es wieder so overblush ist wie bei irgendeinem Video mal. Es ist jetzt auch nicht so die Farbe, wie ich es mir erträumt habe. Also ich würde den jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Der ist mir auch von der Anwendung her nicht, ich sag mal, anwenderfreundlich genug. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, es gibt genug Produkte, von denen ich wirklich begeistert bin von Revival de Loop, aber also dieses Puder und die Foundation ist es jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, es kommt rüber in der Kamera. Ich werde es nachher mal sehen. Es war jetzt auch ganz, ganz, ganz wenig, was ich da nur rausgenommen habe. Und ja, wie gesagt, es liegt immer gleich die Hälfte daneben. Okay, ich mache jetzt auch gar keinen, also kein Lidschatten oder irgendwas drauf, also ein Eyeshadow oder irgendetwas. Ich lasse das heute so, weil ich im Prinzip mir das auch hinterher gleich wieder abwaschen werde. Nicht, dass ich noch an der nächsten Stelle irgendwo so einen großen Pickel bekomme. Ich werde jetzt einfach von Essence nochmal das Make Me Brow benutzen und meine Augenbrauen ein bisschen machen, damit man am Ende dieses Gesamturteil besser sehen kann, wie es aussieht im Gesicht alles. Ich gehe hier oben mal ein bisschen rüber. Aber das kennt ihr ja, das benutze ich ja schon ganz, ganz lange. Ich würde mir zwar immer noch mal wünschen, dass es das noch mal in so einem anderen Farbton gibt. Dieses hier ist ja für Blondie Brows. Dann gibt es das ja noch mal für Brown Brows, steht drauf. Und ich hätte noch mal sowas in die Richtung Grau. Es gibt, ich hatte das mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ich glaube im Fernsehen bei QVC von Doll No. 10. Die hat das nochmal in Grau. Und ich bin schon immer am Überlegen, ob ich mir das mal in Grau bestelle, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dieses trotzdem braunstichige so ein bisschen mit den grauen Haaren sich immer irgendwie ein bisschen beißt. Ich bin da nicht so ganz... Ich finde das zwar schon sehr, sehr gut, weil alle anderen Farbtöne, die ich bis jetzt hatte, waren einfach noch dunkler und noch irgendwie brauner und ich weiß es nicht. Und dieses hier geht wirklich gut. Aber Moment, ich habe da noch was und... Ich glaube, ich werde das mal von Doll No. 10 bestellen. Will mal gucken, was das macht, wenn man das für graue Haare bestellt. Ich hatte das letztens im Internet nochmal gesehen. So, ich habe jetzt von Revival de Loop das, den Mascara. Und zwar ist das der Deluxe Selection Extreme Volume... Moment, Extreme Volume Mascara. Ja, mehr steht nicht drauf. Das ist dieser hier. Und der hat ja vorne diese... Ich sage mal urige Bürste, also ich kenne sie nicht, vielleicht sagt der ein oder andere, ja doch, das kenne ich, die ist ja unten so kegelförmig und dann hinten wieder ganz schmal. Ich benutze eigentlich immer nur den vorderen Bereich dann auch damit, um meine Augenbrauen hier zu, Augenbrauen, um meine Wimpern zu tuschen und ich kann das auch so, ja doch, es geht, dieses Drehen an den Wimpern ist dann etwas seltsam. Ich sag mal so, ich finde sie jetzt so gar nicht schlecht. Ich komme halt nur mit dieser Form nicht klar. Wer jetzt sagt, die Form kenne ich und die ist super, dann ist das in Ordnung. Also so an sich, sie gibt gut Farbe ab. Sie trennt die Wimpern. Es macht also keine verklumpten Wimpern. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen näher mit der Kamera rangehen. Und... man braucht halt, finde ich, immer nur ein bisschen länger, weil man halt nur mit dem kleinen vorderen Bürstenkopf arbeiten kann. Wie gesagt, es sei denn, ich mache was falsch. Vielleicht sollte mir das dann einer mal unten in die Infobox bei den Kommentaren mit reinschreiben, der dann sagt, du, das machst du ja auch falsch, das geht ganz anders. Manchmal ist man ja auch so doof und macht jahrelang oder was ich wie lange irgendetwas und merkt gar nicht, dass es vollkommen verkehrt gewesen ist. Ansonsten, man kann die Wimpern gut eindrehen und auch dabei hochziehen. Das macht die schon. Also wie gesagt, ich finde sie nicht so schlecht. Nur ich muss mich halt an diese kegelförmige Bürste gewöhnen. Gut ist sie natürlich für den unteren Wimpernkranz, weil man damit natürlich dann ganz super da eben mal drüber huschen kann. Also nicht wundern, wie gesagt, es ist nichts weiter drauf auf meinen Augen. Wollte ich jetzt einfach nicht, weil ich hole das dann im Nachhinein. Schon wieder runter. Jo. Ich komme gleich mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, kann man die Schichten? Nee, so toll ist es, glaube ich, nicht. Also die lässt sich nicht unbedingt jetzt nochmal schichten. Wie gesagt, die ist für wenig Geld gar nicht so schlecht. Ne? Kann man jetzt nicht meckern. Ich komme nochmal ein bisschen dichter ran.
mach mal die Augen zu und die Augen wieder auf und so, dass ihr das vielleicht mal ein bisschen sehen könnt. Ich drehe mich noch mal ein bisschen zur Seite. Und ja, sie ist okay. Man kann nicht meckern. Also ich kann jetzt nichts was Negatives sagen. Gibt natürlich bessere, das ist klar, aber ja, ist okay. Dann werde ich noch mal diesen neuen Lippenstift ausprobieren, und zwar den Matte Finish Lip Color. Das ist ja dieser hier gewesen mit dem kleinen Sichtfenster vorne. Das heißt, der wird natürlich super matt sein, nehme ich mal ganz stark an. Ich hatte ja schon gesehen, dass da vorne so ein kleiner Pinsel drauf ist, ne, wie ihr sehen könnt hier. Und ich werde das jetzt einfach mal auftragen. Ich weiß jetzt mit Sicherheit jetzt schon vorher, dass mir das bestimmt nicht stehen wird, weil ich habe hinterher überlegt, wenn ich was Mattes nehme, ist es im Prinzip genauso wie bei der Foundation. Das heißt, er wird sich in die Lippenfalten reinlegen, und bei jungen Lippen ist das egal. Wenn man älter wird, könnte ich mir vorstellen, dass es dann wieder so eine faltige Lippe macht, ne? Weil man halt in jede Falte reingucken kann dann. Aber ich werde es einfach mal auftragen und mal schauen. Ja. Ja, so könnt ihr das Ergebnis sehen. Wie gesagt, sehr matt. Ich muss mal jetzt ganz kurz so testen. Die Lippen fühlen sich natürlich sehr trocken an. Also wer jetzt sagt, ich mag das nicht, ich brauche das so ein bisschen, dass das so ein bisschen wie ein Balsam oder schön wie so ein Pflegestift, oder dass halt der Lippenstift auch viel Feuchtigkeit abgeben muss und viel Pflege, der ist hier falsch. Also die Lippen kleben regelrecht zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn man so die Lippen aufeinander macht, dann ziehen die sich so auseinander. Also ich glaube, für mich ist es auch nichts, weil ich das halt dann nicht so mag, wenn man das Gefühl hat, man hat trockene Lippen. Ich finde auch, dass diese Foundation im Gesicht irgendwie, also es steht ja eigentlich drauf, für ein frisches und strahlendes Aussehen. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass das Ganze so ein bisschen so ein Glow hat. Das ist aber nicht der Fall. Die ist, die legt sich in jede Pore rein. Und das ist ein echtes No-Go für jeden irgendwo so ab 40, 50. Wenn man dann diese großen Poren bekommt, selbst wenn man die Falten in den Griff bekommt, mit einer guten Creme und alles, aber dann so eine Foundation hat, die sich in jede Pore reinlegt, dann, boah, dann sieht man auch echt irgendwie alt aus. Entschuldigung. Ja. Ich kämpfe damit, mit meinem Alter. Ich weiß. Bei dem Lippenstift würde ich jetzt Folgendes machen. Ich drehe mich mal kurz um. Oder nee, brauche ich gar nicht. Ich könnte auch den Lip Loop nehmen, den ich hier immer liegen habe. Von Lacquer & Co. Ich werde den jetzt einfach mal drüber machen. Der hat ja so einen Nude-Ton. Und ich gucke mal, ob der mich weiterbringt. Wenn ich den oben noch mit auftrage. Nee. Nee. Also ich glaube, dann müsste man eher richtig einen Lipgloss nehmen. Also der bringt mich jetzt auch nicht weiter. Der hat zwar so ein bisschen jetzt die Farbe verändert, der hat jetzt so dieses knallige Pink runtergenommen. Aber wie gesagt, der, ja, der bringt jetzt auch nicht mehr. Okay, habe ich jetzt alles getestet. Ich habe also die Vise Make-up getestet. Für mich kein Nachkaufprodukt, muss ich so sagen, wie es ist. Für mich ist auch kein Nachkaufprodukt der Quattro Rouge Powder, dieser hier, weil der einfach krümelt ohne Ende da drin. Wenn man mit dem Pinsel reingeht, dann ist schon die ganze Büchse voll irgendwie. Und alle anderen Sachen, gut, jetzt der hier,
hätte ich ja nicht kaufen brauchen. Ich habe aber noch nie einen matten Lip Finish Liner gehabt. Also ich kenne die nicht. Ich war dann einfach auch neugierig. Gut, das ist jetzt auch nicht so mein Produkt. Aber alle anderen Sachen, wie gesagt, ich hatte ja den Pinsel. Ich habe hier von Manhattan den Concealer 2 in 1. Den finde ich gut. Ich mag das Puder, das ist in Ordnung. Ich finde auch die Mascara ist in Ordnung. Also von daher kann ich mich nicht beschweren. Es sind einfach nur diese zwei Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen würde. Ja, das war eigentlich schon alles. Ich wollte euch nur zeigen, wie sie aufgetragen aussieht. Ich wollte euch auch sagen, dass sie Knöllchen rollt und also dass sie sich so abrollt und dass sie nicht gut deckt, dass sie fleckig ist. Ja, aber wie gesagt, das kann vielleicht bei euch auch ganz anders aussehen. Vielleicht auch, wenn man jünger ist, ganz anders aussehen. Eine etwas ältere oder reifere Haut braucht wahrscheinlich auch schon anders, also andere Produkte. Gut, das war's. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.